Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Late Night Max Show. Die Show mit hochkarätigen Gästen und mittelmäßigen Moderatoren. Die Show mit hochkarätigen Gästen und Moderatoren. Bitte begrüßen Sie Ihren Gastgeber Maximilian Mann. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Late Night Max Show. Mein Name ist Maximilian Mann und ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste zu Folge Nummer 4, heute am Internationalen Tag des Jugendstils. Großartig, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Meine Damen und Herren, das Wichtigste gleich vorweg. Unser heutiger Spendenzweck. Wir sammeln heute für das Kinderhospiz Stuttgart. Das Kinderhospiz Stuttgart ist eine Einrichtung, in der Kinder und Jugendliche, die lebensverkürzende Krankheiten haben, versorgt und betreut werden. Und nicht nur das, auch ihre Eltern können dort Hilfe empfangen. Ich persönlich kenne diese Einrichtung seit über 2 Jahren mittlerweile und es ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Deswegen möchte ich Sie ganz herzlich bitten, die 6,53 Euro, die Sie heute Abend für einen Aperol Spritz ausgegeben hätten, spenden Sie sie bitte an diesen großartigen Zweck. Wie immer sehen Sie hier unten eingeblendet die IBAN und auf der Seite auch unseren QR-Code. Einfach scannen. Jeder Cent ist ganz herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung. In den vergangenen 2 Wochen ist wieder unglaublich viel passiert. Zum Beispiel hat die kanadische Sängerin Grimes für Aufsehen gesorgt. Sie hat eine Ausstellung vorbereitet, denn sie sieht sich mittlerweile weniger als Sängerin und mehr als bildende Künstlerin. Und eins der Ausstellungsobjekte konnte man zusammen mit etwas ganz Besonderem ersteigern, nämlich mit einem Teil der Seele der Sängerin. Was für eine großartige Idee. Der Wert wird übrigens ungefähr auf 10 Millionen Dollar geschätzt. Das brachte uns dazu, mal darüber nachzudenken, was sind eigentlich die 5 absurdesten Wege, Geld zu verdienen. Und hier sind sie. Auf Platz Nummer 5. Der Hangover-Helper. Tatsächlich gibt es Menschen, die am Tag nach, sagen wir mal, einem alkoholischen Gelage zu ihnen nach Hause kommen und sich um sie kümmern. Wenn es ihnen nicht so gut geht, wird ihnen Tee gekocht, ein Süppchen und es wird dafür gesorgt, dass es ihnen schon bald sehr viel besser geht. Auf Platz Nummer 4. Große Farbkonzerne bezahlen Menschen tatsächlich dafür, das Trockenverhalten von Farbe zu beurteilen. Sie könnten also, wenn Sie Lust darauf haben, bald vor einem Klecks Farbe sitzen und gucken, wie schnell er trocknet, ob er die Farbe verändert und so weiter und so fort. Wir finden das großartig. Auf Platz Nummer 3, der Tierfuttertester. Ja, tatsächlich wird Tierfutter an Menschen getestet. Warum? Ganz einfach. Die Tiere können ja nicht sagen, ob es ihnen schmeckt oder nicht und ob es ihnen hinterher gut geht oder nicht so gut geht. Deswegen wird Tierfutter in den meisten Fällen an Menschen getestet. Also, wenn Ihnen ein gutes Stück Hundekuchen schmeckt, dann haben Sie jetzt die Chance, das zu tun. Auf Platz Nummer 2, rentafriend.com. Meine Damen und Herren, wer kennt es nicht? Man sitzt alleine zu Hause und denkt sich, wie schön wäre es, wenn jetzt jemand bei einem wäre, mit dem man ein bisschen quatschen könnte. Oder Sie haben kein Date für die Hochzeit Ihrer Schwester. Gehen Sie auf rentafriend.com, gucken Sie mal nach, wen Sie dort so finden. Völlig fremde Personen bieten dort ihre Dienste an, um mit Ihnen einen geselligen Abend oder Tag zu verbringen. Alle möglichen Aktivitäten sind möglich, aber kein Geschlechtsverkehr. Nur, dass Sie es gleich wissen, wer sich Hoffnung gemacht hat. Nein. Und auf Platz Nummer 1, und das ist der großartigste, absurdeste Weg, Geld zu verdienen. Es gibt Trennungsagenturen. Wer kennt es nicht? Sind Sie nicht auch zu feige, um mit Ihrem Partner Schluss zu machen? Kein Problem. Suchen Sie sich eine Trennungsagentur. Dort wird das professionell und schnell für Sie erledigt. Wahnsinn. Oder wie schön, dass es sowas Tolles gibt. Also, wer jetzt gerade immer noch auf Jobsuche ist, diese Tipps helfen Ihnen bestimmt. Damit kommen wir zu einem etwas unangenehmen Punkt aufgrund der Zählungen des Wortes großartig. In der letzten Sendung gab es einige Meldungen an uns, das Ganze hat sehr große Wellen geschlagen und deswegen hat mich
die Redaktion gebeten, dass ich völlig freiwillig diese Meldung verlese. Wir, die Late Night Max Show, distanzieren uns in jeglicher Form von Trinkspielen. Trinkspiele sind dumm und unreif und verherrlichen Alkohol. Kein Alkohol unter 18 Jahren. So, gut, das wäre auch erledigt. Ah, ein absolutes Highlight der vergangenen Zeit war natürlich am vergangenen Samstag zu erleben. Anna-Karina Wojcik und Stefan Ross haben sich das Ja-Wort gegeben. Wer das Ganze so ein bisschen verfolgt hat, die beiden haben sich öffentlich im Fernsehen, ich glaube im letzten Herbst, miteinander verlobt und hatten sich entschieden, am 3. März ganz klein im Beisein ihrer Liebsten und der engsten Familie zu heiraten. Das Ganze wurde dann verantwortungsbewusst aufgrund der Corona-Krise abgesagt, weil man sagte, man möchte den Verwandten und Freunden das nicht zumuten, und wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt vor ein paar Wochen kam die glückliche Nachricht, sie wollen eine ganz kleine, gemütliche, im Kreisen ihrer Liebsten Hochzeit machen. Und zwar wo? Bei der Schlager Love Story 2020, moderiert von Florian Silbereisen im ersten deutschen Fernsehen. Wahnsinn! Die beiden sind erst noch selber aufgetreten und dann anderthalb Stunden später ungefähr vor laufender Kamera getraut worden. Und es waren natürlich alle da. Also Ross Anthony war da, Andrea Berg war da, Roland Kaiser war da, Howard Carpendale war da, Thomas Anders war da. Also ein ganz, ganz großes Spektakel. Aber natürlich waren die großen Schlagerstars Deutschlands nicht alleine, denn auch die Verwandten und Freunde von Anna-Karina und Stefan waren dabei. Und die beiden haben sich für eine ganz besonders romantische und schöne Idee entschieden, wie ihre Liebsten an diesem besonderen Tag von den beiden den Saal betreten sollen. Sehen Sie selbst. Wir begrüßen die Eltern der Braut, die Mama und den Bruder von Stefan. Wir begrüßen den Mann, den Sie alle als Frau Weber aus Immer wieder Sonntags kennen, Hansi Vogt und seine Frau. Und wir begrüßen natürlich ganz liebe Verwandte und einige der engsten und besten Freunde. Herzlich willkommen bei uns! Ah. Großartig! Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie sich immer gefragt haben, wofür Ihre GEZ-Gebühren benutzt werden, jetzt haben Sie die Antwort. Wahnsinn. Apropos Fernsehen, wir schalten jetzt zu dem einzigen Mann, der in einem weißen Kittel noch besser aussieht als Dr. Stefan Frank. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem riesigen Applaus Dr. Klaus Bichilles, Gesundheitstacheles. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Klaus. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Max. Grüße dich auch. Wie geht es dir? Alles gut? Ja, eigentlich ganz gut, ja. Geht dir auch? Ja, danke. Ich kann überhaupt nicht klagen. Super. Klaus, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, über was wir heute reden wollen. Und dann kam relativ oft die Frage, die uns zugesendet wurde, wie das denn so mit Diät-Tipps von dir aussieht. In der Corona-Krise, wir haben alle das Problem, wir konnten nicht Sport machen, wie wir das gerne machen. Man hat mehr Zeit, man isst also mehr. Also, jetzt die großen Diät-Tipps mit Dr. Klaus Bichel. Ich bin sehr gespannt. Also, prinzipiell ist jede Diät schon mal falsch. Das Wort Diät heißt schon mal irgendwie, ich mache was falsch. Okay. Corona war prinzipiell schon so, dass die meisten Leute ein bisschen zugenommen haben. Keine Frage. Im Grunde liegt es daran, wenig Bewegung und mehr Essen. Das heißt, Energiebilanz positiv. Was ich den Leuten jetzt aber nach Corona immer empfehlen kann, ist eine kleine Ernährungsumstellung. Deswegen habe ich gesagt, Diäten sind eigentlich falsch. Ernährungsumstellung in Form von intermittierendem Fasten. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal was davon gehört? Tatsächlich probiere ich das seit einer Woche aus, ja. Oh, und? Ja, also du siehst, die Effekte sind großartig.
Der Anzug passt wieder. Ich wollte gerade sagen, unfassbar. Was soll ich sagen? Ja. Also nee, es sieht so aus, beim intermittierenden Fasten ist ganz einfach, du hast 16 Stunden keine Nahrungsaufnahme und 8 Stunden Nahrungsaufnahme. Was passiert in der Zeit? Die Leute, nach 6 bis 8 Stunden hast du keine Glykogenspeicher mehr, das heißt deine Leber, deine Muskeln haben keine Kohlenhydrate mehr zur Verfügung und die Energiegewinnung kommt ganz, ganz langsam aus den Fettzellen, das heißt die sogenannte Ketose. Und da verliert dann der Körper peu à peu Gramm für Gramm an Fett. Und man muss aber dazu sagen, also Fett verlieren ist tatsächlich viel, viel schwerer als Fett zunehmen. Das habe ich auch schon gemerkt. Das ist eine Frechheit. Ja, so ist es leider. Was man dazu sagen kann noch den Leuten, also in den 8 Stunden, wo sie essen dürfen, am besten nicht 10 Mahlzeiten, sondern 3 Mahlzeiten, wirklich 3 große Mahlzeiten. Und die letzte Mahlzeit abends vorm Schlafen gehen, am besten keine Kohlenhydrate mehr. Dann ein bisschen Bewegung, am besten die erste Bewegung am Tag vor dem ersten Essen, sollte dann eine Ausdauereinheit sein, am besten hochintensiv, also nicht eine Stunde joggen, sondern am besten ein bisschen Gas geben und dann sollte es auch mit dem Purzeln der Pfunde funktionieren. Ich soll vor dem Frühstück, also vor der ersten Mahlzeit schon HIIT-Training machen, sagst du? Genau. Genau. Genau, das mache ich nämlich immer. Also das ist gar kein Problem. Ach je. Ja, also gut. Es ist im Grunde so, das heißt, du hast die ganze Nacht über, verlierst du die Kohlenhydrate, die Glykogenspeicher. Und wenn du dann vor der ersten Nahrung richtig Gas gibst, dann verbrennst du am meisten Fett. Ich verstehe. Was jetzt unglaublich viel zugenommen hat momentan, sind die Jogger. Also jeder, der noch nie in seinem Leben joggen war, hat die Corona-Pause dazu genutzt, jetzt mal ordentlich joggen zu gehen. Die großen Erfolge bei den Entfernungen sind relativ schnell. Also man kann relativ schnell, relativ weit laufen. Was sagst du dazu? Ja, also gut, wer noch nie joggen war, der macht relativ schnell Fortschritte, keine Frage. Aber ob das zum Fettverbrennen wirklich auf Dauer was bringt, wage ich zu bezweifeln. Der Körper gewöhnt sich langsam an die Bewegung, der gewöhnt sich an die Belastung und irgendwann mal, der Körper will das so lange wie möglich überleben. Das heißt, irgendwann mal wird der diese Fettverbrennung einstellen. Du musst den Körper immer überraschen. Das heißt, der will ja Fett verbrennen, der will Kilo verlieren und du musst ihn überraschen. Und wenn du jeden Tag eine Dreiviertelstunde läufst, dann hast du in den ersten 2, 3, 4 Wochen eine Fettverbrennung, verlierst auch Gewicht und denkst, super. Und die meisten sagen so nach 4, 5 Wochen, am Anfang hat es super funktioniert, aber so langsam verliere ich gar nichts mehr. Und das ist wirklich die Zeit, wo du einfach so eine HIIT, wie du schon gesagt hast, so High-Intensive-Training-Einheit einbauen solltest und den Körper schocken. Einfach während einer Ausdauereinheit immer schocken. Und dann verliert er ziemlich schnell ziemlich viele Pfunde. Verstehe. Und nicht schocken mit zu vielen Kalorien, mit zu viel süßem Kuchen, sondern mit Training. Richtig. Das heißt, du kannst schon joggen gehen, keine Frage. Mhm. Aber du sollst alle 2, 3 Minuten einfach mal ein paar Spurts einbauen. Einfach mal den Körper ein bisschen überraschen und dann müsste es eigentlich funktionieren. Und wenn du dann noch intermittierendes Fasten einbaust, dann hast du wieder dein Sixpack, wie vor 6 Wochen. Großartig. Ja, ich überrasche meinen Körper grundsätzlich, wenn ich anfange zu laufen. Also von daher, das ist überhaupt kein Problem. Ich auch. Großartig. Klaus, vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr hilfreich. Wir sprechen uns in 4 Wochen wieder und gucken mal, ob das Ganze was gebracht hat. Drück mir die Daumen. Ich werde es kontrollieren. Vielen, vielen Dank. Mach's gut und bis bald. Schönen Abend, bis bald. Danke dir, Klaus. Ciao. Großartig, meine Damen und Herren. Von Dr. Klaus Bichelis, Gesundheitstacheles, kommen wir jetzt zu einer Dame, die sich um Themas wie Diäten und Ernährung überhaupt keine Sorgen machen muss. Sie ist Influencerin, sie ist eine wunderschöne Frau und wir sind sehr, sehr glücklich, dass sie heute da ist. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Caroline Theresia. Einen wunderschönen guten Abend, Caroline. Hallo, guten Abend. Ich grüße dich. Du siehst ganz bezaubernd aus. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, du auch. Danke. Caro, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut soweit. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich mache es ja nicht jeden Tag. Also, ja. Das stimmt. Genau. Aber für dich hat sich ja jetzt zumindest in der Corona-Krise nicht allzu viel verändert. Homeoffice machst du ja quasi immer. Ja, also das stimmt teilweise. Also ich arbeite ja auch noch zu 50% bei der Bank. Und da hat sich
von meiner Seite aus auch nicht so viel geändert. Also ich habe da ganz normal gearbeitet, jetzt auch über die Corona-Zeit. Aber klar, die anderen 50% bin ich ja eh zu Hause. Ich mache auch noch ein Fernstudium nebenher. Und das läuft ja auch immer komplett von zu Hause. Und klar, dann so Sachen für Instagram, Mails bearbeiten und Kooperationen planen. Das läuft natürlich auch immer von zu Hause aus. Also ja, da hat sich nicht so viel verändert für mich. Großartig. Ja. Über deine Arbeit als Influencer reden wir gleich noch. Aber erstmal zum Wichtigsten, dein Lieblingsoutfit trägst du heute. Du siehst ja großartig genau aus. Erzähl uns was darüber. Ja, also es ist mir tatsächlich schwer gefallen, mich für ein Outfit zu entscheiden. Ich habe heute auch lange überlegt, was ich anziehen soll, weil ich wirklich super viele Lieblingsoutfits habe. Also es kommt halt auch immer auf den Anlass drauf an. Ja, letztendlich ist es jetzt so ein Hemdkleid geworden. Man sieht es nicht ganz so mit dem Ausschnitt, aber es ist ja ganz schlicht. Ich finde es super bequem. Es ist vor allem auch meine Lieblingsfarbe. Also ich habe generell gefühlt so 90% nur beige oder weiße Klamotten im Kleiderschrank. Und ja, ich finde, es ist so ein Kleid, das kann man zu jedem Anlass anziehen. Es ist bequem und trotzdem schick. Und genau, letztendlich ist es dann dieses Kleid geworden. Aber es ist schwierig auf jeden Fall. Also ich habe auch oft dann so ein paar Wochen, ist dann irgendein anderes Outfit mein Lieblingsoutfit. Also es ändert sich immer super schnell. Genau. Ja, na klar. Ja. Fantastisch. Caroline, für Menschen wie mich, die jetzt mit diesem Beruf des Influencers vielleicht noch nicht so ganz viel anfangen können, erzähle uns doch mal, was ist ein Influencer überhaupt und wie wird man das? Ja, also so eine Definition ist schwierig, das Ganze zu definieren, finde ich. Also klar, man als Influencer, man teilt halt einfach so, sage ich mal, Ausschnitte von seinem Leben, einfach mit vielen Menschen. Ja, das kann alles Mögliche sein. Deswegen finde ich es auch schwierig, das Ganze zu definieren. Und zu der Frage, wie man Influencer wird, also da würde ich auch sagen, da gibt es kein, sag ich mal, Geheimrezept oder so oder irgendeine besondere Strategie, das und das muss man machen, um Influencer zu werden. Zum einen natürlich gehört auch Glück dazu. Also ich kann von mir sagen, es war auch bei mir nie eine Absicht oder so, Influencer zu werden. Ich habe relativ früh angefangen, einfach ja, schon zu meiner Schulzeit damals, also da hatte auch so aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, noch niemand Instagram. Und da habe ich halt angefangen schon, ja, einfach Outfitbilder zu posten, Spiegel-Selfies mal zu posten, Urlaubsbilder zu teilen. Und ja, das kam dann ganz gut an. Das hat sich einfach so nach und nach entwickelt. Wurde natürlich dann auch immer mehr. Ja, und jetzt ist es so ein bisschen mehr als ein Hobby geworden. Natürlich hat er auch ein bisschen Glück einfach mit reingespielt. Ja, aber jetzt irgendwie so ein genaues, ja, eine Strategie oder so, glaube ich, gibt es da nicht. Ich finde es wichtig, einfach so sein Ding zu finden, auch irgendwas, was einem Spaß macht, mit irgendwas, womit man sich identifizieren kann. Das können ja ganz verschiedene Bereiche sein und ja, da einfach so seinen Weg zu gehen und einfach, ja, genau. Absolut, schade. Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, dass ich dann ab morgen auch Influencer sein kann. Aber na gut, ja, ich probiere mich weiter an Late-Night-Shows. Ja. Aber sag ganz kurz, du hast nebenbei, du sagst, du machst das quasi, dein Hauptberuf ist Bankkauffrau und du machst jetzt noch ein Fernstudium. Könntest du denn aber von diesem Bloggen, von diesem Influencen, könntest du davon leben? Und, was mich super interessiert, darfst du das alles behalten, was du kriegst? Ja, also ich glaube, als Influencer, wenn man es wirklich Vollzeit angeht, richtig angeht, kann man schon gut von leben, auf jeden Fall. Also es gibt bestimmt auch ganz viele Influencer, die das auch Vollzeit machen, wo das der Hauptjob ist. Für mich war das irgendwie nie so, ja, die Option. Also ich wollte halt irgendwie immer noch so meinen normalen Beruf einfach noch beibehalten. Man weiß natürlich auch nie, wie das Ganze mit Instagram in Zukunft weitergeht. Läuft, also wird in Zukunft immer noch so, sag ich mal, gehypt wie in den letzten Jahren, sag ich mal. Und es ist halt so ein bisschen unsicher. Und ich muss halt auch sagen, ich möchte auch trotzdem mein Profil, ich habe ja auch gesagt, es fing halt alles mit einem Hobby an, das will ich so ein bisschen beibehalten. Also ich möchte halt auch nicht auf meinem Profil nur noch Werbung und Kooperation irgendwie präsentieren, sondern auch einfach weiterhin mal ein spontanes Bild von mir hochladen oder wenn ich im Urlaub bin, einfach mal einen Schnappschuss hochzuladen, ohne halt immer Werbung zu machen. Das ist mir halt auch ganz wichtig.
Aber ja, ich glaube, wenn man es wirklich verfolgt, als Ziel hat und da wirklich aktiv dran ist und es einfach Vollzeit macht, kann man schon auch als Influencer leben, ja. Auf jeden Fall. Und zu der Frage mit den Klamotten. Ja. Also, das kommt drauf an. Ich hatte jetzt letztens eine Kooperation, da habe ich quasi für den Kooperationspartner die Fotos erstellt und habe dafür Outfits zugeschickt bekommen. Die schicke ich aber auch wieder zurück. Also, das wurde quasi nur so für die Fotos geliehen, sage ich mal. Und aber es gibt natürlich auch Kooperationen, da kann man sich dann ja Sachen aussuchen, die man dann eben bewirbt und die darf man dann auch behalten. Also, das ist unterschiedlich. Ich verstehe. Großartig. Ja. Sonst wäre ich Whisky-Influencer geworden, dann würde ich immer neuen Whisky zu. Aber ich habe auch zu wenig Ahnung davon, ich trinke ihn einfach gerne. Aber ganz kurz, also eins meiner größten Probleme mit Social Media ist, wenn ich jetzt irgendwas poste, so, was weiß ich, einmal alle zwei Wochen momentan, dann gucke ich dauernd aufs Handy und gucke dauernd, gibt es neue Kommentare und ist da, geht dir das auch so? Bist du dann auch überhaupt nicht mehr vom Handy wegzukriegen? Kriegst du dann vielleicht von deinen Freunden auch zu hören, oh Kari, jetzt lass doch mal das Handy zu Hause oder irgendwie sowas? Ja. Oder wie ist das? Ja, also es ist tatsächlich, ich verbringe viel Zeit am Handy, muss ich ehrlich zugeben. Und man muss sich auch manchmal echt dann dazu zwingen und auch mal sagen, okay, jetzt gönne ich mir eine handyfreie Zeit. Natürlich, klar, man ist auch selbst viel am Handy. Ich lasse mich auch oft von anderen irgendwie dann so ein bisschen, ja, inspirieren, schaue mir andere Stories an oder gehe mein Feed durch, was die anderen posten. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, man bleibt so hängen. Also ich glaube, das geht sowohl den ganzen Leuten, also jeder, der irgendwie Instagram konsumiert, es ist manchmal echt gefährlich. Also da muss man auch mal sagen, okay, und jetzt, oder einfach sich eine gewisse Zeit nehmen und dann aber auch sagen, so, jetzt lege ich das Handy beiseite, weil ich ertappe mich da auch ganz oft dabei, dass ich dann da durch mein Instagram scroll und ja, einfach so am Handy hängen bleib. Also ja, ich verbringe tatsächlich schon viel Zeit, aber es ist auch echt wichtig und schön, auch mal dann das Handy wegzulegen. Also ja. Absolut. Das Wichtigste ist wahrscheinlich einfach diese von Apple eingeführte Bildschirmzeit auszuschalten, damit man nicht immer vor Augen geführt kommt, wie viel Zeit man da verbringt. Furchtbar, oder? Wahnsinn. Ja. Caro, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Danke für das tolle Gespräch. Ganz viel Erfolg. 72.600 Leute hast du, glaube ich, gerade auf deinem Kanal. Genau. Wir hoffen, dass das ganz viel mehr wird noch in der Zukunft. Vielleicht kannst du ja dann doch mal so zumindest für 2 Jahre eine Influencer-Auszeit machen, wo du das hauptberuflich machst, ein bisschen ein paar Outfits zur Seite legen und dann zurückkehren in deinem Beruf. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Sehen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, einen schönen Abend. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön, ebenfalls. Genau. Mach es gut. Ciao. Danke, ciao. Ja, meine Damen und Herren, Wahnsinn. Mein Großvater hat übrigens gerade mit 91 Jahren gelernt, wie man E-Mails schreibt. Vielleicht wird der noch Influencer. Das wäre doch großartig. Von der schönsten Frau von Instagram kommen wir jetzt zum schönsten Mann in Unterensingen. Meine Damen und Herren, die Lieblingskategorie des heutigen Abends. Begrüßen Sie mit mir und einem riesigen Applaus Peter Stassen und bla 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 mit dem Belgier. Hallo mein Lieber, wie geht es dir? Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Wie geht es dir? Ja, es geht sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Großartig. Das Bild hängt noch, Gott sei Dank. Ja, noch. Aber wie gesagt, was ist, was nicht ist, kann auch werden. Ne? Toi, toi, toi. Du, mein Lieber, ich war mal wieder im Internet unterwegs und habe mal wieder auf Facebook, Instagram und gesucht nach ein paar lustige Sprüche und es geht sofort wieder los. Ich fange mal an mit einem Bild, was ich gesehen habe, was ich sehr lustig fand und das geht so. Hey Süße, es sieht wohl so aus, als seien wir die einzige beiden Einhörner auf diesem Dampfer. Dann liegt es jetzt wohl an uns, unsere Art zu erhalten. Ich heiße übrigens Jürgen. Darf ich fragen, wie du heißt? Norbert? Fand ich sehr lustig. Ne? Ja. Und zweites, was ich gefunden habe, habe ich über Facebook gefunden und da steht, wegen dem Grillen am Wochenende ist jemand Vegetarier und Petra schreibt, ja ich, das ist ja voll lieb, dass du fragst, mit so einem Herzchen-Smiley drunter und darunter steht, Petra wurde aus der Gruppe entfernt. Fand ich auch gut. Und das letzte, was ich gefunden habe,
Stell dir vor, du planst dein Verschwinden, du ziehst es durch, lässt deine Familie zurück und startest ein neues Leben in Italien. Und dann klingelt nach 20 Jahren Julia Leischik an deine Tür und ruiniert alles. Och, der fand ich sehr, sehr lustig. Das waren die drei Sprüche für diese Woche. Großartig. Julia Leischik, das ist die Nachfolgerin von Kai Pflaume, oder? Das kann tatsächlich sein. So lange bin ich ja nicht in Deutschland, deswegen, aber ja, durchaus möglich. Ich kenne noch ein bisschen bayerischer Akzent, hat sie die gute. Herrlich. Großartig. Und dann gehen wir zum nächsten. Du hast mir ja gefragt, belgische Pommes zu bereiten. Und das habe ich versucht. Und ich glaube, wir können mal schauen, was daraus geworden ist. Welkom in de keuken van de Stasjes. Vandaag maken we Belgische friet. Wat heb je voor Belgische frieten nodig? Aardappelen. Wat voor aardappelen? Zulke aardappelen. Precies, de aardappel uit Keuken. De beste in Duitsland. Die moeten natuurlijk geschild worden. Hoe ziet dat eruit? Zo ziet dat eruit. De geschilde aardappel is perfect geschild. Van mijn vrouw, niet van mijzelf, maar dat terzijde. En daar maak je natuurlijk lekkere frietjes van. Die moeten natuurlijk iets van een centimeter tot 2 centimeter geschild worden. Die zien er zo uit. Precies, perfect geschilde frietjes. En nu gaan we naar de friteuze. De friteuze is heet. De frietjes kunnen erin. 160 tot 170 graden, 4 tot 5 minuten. En dan kunnen ze er weer uit. Door gans het vaderland. Een mannelijk volk moet mannelijk kunnen zingen. Ja, ja. De frietjes zijn nu nog niet klaar, maar ze zijn halfweg. Dat wil zeggen, ze moeten nu nog even uitrusten. Dat gaan we nu even doen. De frietjes moeten nu op kamertemperatuur uitrusten. Et voilà. En in de tussentijd snijdt mijn vrouw een eiertje. Et voilà. Zo, de frietjes komen nu aan 180 graden voor 3 minuten nog een keer in de friteuse. Zodat ze mooi kros worden. Perfect, de frietjes zijn klaar. Je moet ze alleen nog even aanrichten. En wat hebben we nog nodig daarvoor? Mayonaise, curryketchup en natuurlijk ajuintjes. Tadaa! De frietjes zijn klaar. Met mayonaise, ketchup en ajuintjes. Smakelijk! Großartig! Waanzin! Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Weißt du, das ist immer, was ich mache. Und was da dann bei rauskommt, das sehen wir dann jede Woche. Ne? Hey, aber es geht ja nur darum, dass du dir Mühe gibst. So ist ja eine künstlerische Sendung. So ist es. Lieber Peter, vom Kartoffeln in Fett verbrennen kommen wir jetzt zum Fett verbrennen und zwar bei deiner nächsten Aufgabe. Wir haben ja heute mit Klaus Biechele gesprochen und wie wir den Corona-Pfunden, den Kampf ansagen können. Und deswegen haben wir einen auf dich spezialisierten Personal Trainer engagiert, der dich besuchen wird. Und mit dir mal so ein richtig schönes High-Intense-Intervalltraining vor dem Frühstück machen wird. Was hältst du davon? Du hast mit meiner Frau gesprochen, oder? Großer, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, können wir gerne machen. Ich freue mich nicht. Ich freue mich schon sehr auf das Material. Vielen, vielen Dank, Peter, für deine Recherche und deinen tollen Aufwand beim Pommes machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Einen schönen Abend dir. Mach's gut. Absolut. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao. Ja, meine Damen und Herren, bla 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 mit dem Belgier. Und von dem Mann, der von uns Personal Training bekommt, zu dem Mann, der in seinem Leben schon so viel Personal Training bekommen hat, aber natürlich nur aufgrund seines Berufs. Wir schalten nach Hamburg zu Alexander Klavs. Einen wunderschönen guten Abend, Alex. Moin, moin. Moin, grüß dich. Ich grüße dich. Wie schön, dich zu sehen. Dankeschön. Wahnsinn. Wie geht's dir? Ah, mir geht super. Also ich glaube, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, wir haben ja zurzeit nicht so viel am Hut. Also ich meine, für mich geht TV-technisch ja auch irgendwie hier und da mal weiter. Aber ansonsten habe ich viel Zeit, auch mal ein bisschen runterzukommen, meine Familie zu genießen. Alles super.
Aber wie gesagt, wird Zeit, dass Corona bald aufhört, weil ich passe nicht mehr in jedes Jackett, um es mal kurz zu sagen. So, so viel zum Thema Personal Training. Wir haben vorhin mit Dr. Bichele darüber gesprochen, was man da tun kann. Also auch für dich, schau gerne die Folge nochmal an. Da gibt es gute Tipps. Ich habe auch viel gelernt heute. Großartig. Aber zu dem, was du anhast, wollen wir auch gleich kommen. Dein Lieblingsoutfit. Erzähl uns was darüber. Also, ehrlich gesagt, habe ich ja mehrere Lieblingsoutfits zurzeit. Während Corona ist es eigentlich mein Onesie. Aber ich habe mir gedacht, komm, jetzt Late Night und so, ne, da macht man sich zumindest oder schmeißt sich ein bisschen in Schale. Und nackig wollte ich auch nicht hier sitzen. Von daher habe ich mal ein bisschen schon das einzige oder ein Jackett von vielen, wie gesagt, rausgesucht, wenn es noch passt. Aber ich meine, ich trage immer gerne Jackets. Wenn ich auf der Bühne stehe, ich fühle mich da irgendwie auch wohl drin. Das ist so ein bisschen wie eine Uniform, wenn man weiß, so, jetzt geht's los. Von daher, danke für die Einladung. Ich kann endlich mal wieder ein Jackett tragen. Sehr gut. Unser Lieblingsoutfit wäre natürlich oberkörperfrei gewesen, aber gut, wir können auch nicht alles haben. Du, ich spiele seit 4 Jahren kein Tarzan mehr. Also von daher, sieht nicht mehr ganz so gleich aus. Also von daher, alles gut. Okay. Ich verstehe. Das ist gar kein Problem. Es wird mit Sicherheit große Diskussionen geben. Ich habe nach deiner Premiere als DSDS-Moderator gab es eine riesige Diskussion. Mögt ihr den Alex lieber in Lederjacke oder im Anzug? Fantastisch, dass sich die Menschen für einen selbst um sowas Gedanken machen, oder? Genau. Da habe ich echt gedacht. Alex, ich bin mega... Entschuldige, ja? Nee, alles gut. Ehrlich gesagt war das für mich aber auch ein bisschen überraschend. Weil ich habe mich so aufs Moderieren konzentriert oder zumindest versucht, mich darauf zu konzentrieren, weil die erste Show war natürlich schon kribbelig. Und wenn man dann bei RTL ist, dann hat man natürlich einen Stylisten, eine Maskenbildnerin, alles irgendwie hinter sich herrennen. Und ich habe einfach nur gesagt, wisst ihr was, mir völlig wurscht, einfach nur nicht nackig sein, leg mir irgendwas hin, ich zieh's an. Ja, dann kam die Lederjacke. Und ehrlich gesagt sah die live besser aus, als dann hinterher irgendwie im Fernsehen. Weil, aber ich habe mich dann auch nochmal irgendwie schlau gemacht, insofern, als ich mir das dann nochmal angeguckt habe und bin dann doch wieder beim Anzug gelandet. Denn Samstagabend, Viertel nach 8, so viel zum Thema. Ich finde, Jackett muss schon sein. Nächstes Mal habe ich wieder mehr da ein Auge drauf. Absolut, großartig. Ansonsten kannst du gerne bei unseren Stylisten und unseren Make-up-Leuten das nächste Mal anrufen. Die beraten dich sehr, sehr gerne. Wir haben unglaublich viele davon, überhaupt kein Problem. Also, ich bin ein bisschen nervös, dass du heute bei uns bist, aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin früher jedes Jahr im Sommer zu den Festspielen nach Bad Segeberg gefahren. Jedes Jahr. Es war ein riesiges Highlight für mich. Ich habe dann auch immer so eine Indianerlanze oder die Silberbüchse dann zu Weihnachten bekommen und so. Also ich war ein riesen Winnetou-Fan. Und du spielst jetzt tatsächlich seit letztem Jahr Winnetou in Bad Segeberg. Unglaublich. Wie ist das? Das ist immer, finde ich, eine der Fragen, die irgendwie ganz schwierig immer noch für mich zu beantworten ist, weil das irgendwie, das sind so Rollen, da wartet man drauf, dass die einmal angeboten wird. So, das ist irgendwie dann, wenn dann der Anruf kommt und man wird irgendwie zum Casting eingeladen, weil da waren ja, glaube ich, über 50 Schauspieler, die geladen wurden, die auch vorgesprochen haben als Winnetou. Wirklich? Und dass man dann irgendwie der Letzte ist, der dann doch wirklich die Perücke überstreifen darf, das rote Stirnband festzogen darf, das war ein Traum. Aber das sind so die Momente, wie gesagt, die kann man nicht in Worte beschreiben. Dann das erste Mal da rauszureiten vor 8000 Menschen zur Winnetou-Melodie auf einem Pferd. Und eigentlich war das eher wie Fliegen, weil die 8000 Leute schreien einen in die Arena rein. Und das war ein unglaubliches Gefühl. Also kann man fast gleichsetzen mit dem Moment, wo ich das erste Mal als Tarzan auch in die Arena reingeflogen bin, also in die Neuflora. Aber das ist eine absolute Traumrolle. Und es ist natürlich jetzt auch echt schade, dass es dieses Jahr abgesagt wurde. Aber dafür wird die Saison im nächsten Jahr umso spektakulärer. Und wenn du Fan bist, wenn du die Karl-May-Spiele gerne mal näher kennenlernen möchtest, hey, du bist jederzeit eingeladen. Ich nehme dich beim Wort, wirklich. Ich komme auf jeden Fall. Ich liebe das Mosaik. Ihr spielt den Ölprinz nächstes Jahr, glaube ich. Mhm. Genau, so war es geplant. Du hast jetzt vor 2 Jahren Old Surehand schon gespielt. Ist das richtig? Ja. Gab es irgendwann komische Momente, weil du hast ja auch schon den Ranger in Tecklenburg gespielt, dass du irgendwann mit bayerischem Dialekt da irgendwann aufgetreten bist oder so?
Nee, Gott sei Dank nicht, weil ich habe es ja in Tecklenburg gespielt und in Tecklenburg wurde der Schutz Manitou ohne den Dialekt gespielt. Ah, okay, ich habe es sogar gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr. Ja, super, okay. Also da bin ich auch froh drum, weil ich glaube, das wäre echt passiert. Und ja, also wie du gerade schon gesagt hast, Old Shoehand war natürlich schon ein Moment des Reitenlernen. Ja. Mit Vollgalopp durch eine Arena zu reiten, irgendwie ist auch echt ein spektakuläres Gefühl. Und da hätte ich echt schon gedacht, das ist das höchste der Gefühle. Jetzt 2 Jahre später als Winnetou wiederzukommen, ja, das ist natürlich das i-Tüpfelchen. Und wirklich, da kann ich nur dankbar für sein und ich freue mich auf die 4 Jahre, die ich vielleicht dann noch als Winnetou in die Arena reiten darf. Auf jeden Fall. Ich komme auf jeden Fall gucken. Also ich nehme dich beim Wort. Ich hoffe. Und ich werde dir dieses Video zeigen und sagen, du hast gesagt, ich muss, ich darf. So. Großartig. Alex, du hast gerade gesagt, es geht auch bei dir ein bisschen ruhiger zu. Trotzdem, du bist im Fernsehen und drehst Moderationen. Du bist zweifacher Papa. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Das ist ja auch kein einfacher Job, den du da übernommen hast. Du bist trotzdem aber gerade jetzt wieder dabei, dein nächstes Album aufzunehmen, glaube ich. Mhm. Erzähl uns kurz was über das Album. Ja, zum Album selbst kann ich natürlich jetzt noch nicht so viel sagen. Es wurde halt vorgezogen. Normalerweise hätte ich Ende des Jahres angefangen, wenn das dann alles fertig gewesen wäre mit Karl May, mit der kleinen Tour am Ende des Jahres. Ich mache auch noch so ein kleines Stück in Braunschweig mit Scott Allen. Da spiele ich auch noch eine Hauptrolle. Aber da das jetzt vielleicht, also Scott Allen ist ja noch in der Schwebe, aber da das jetzt alles abgesagt wurde, fange ich jetzt schon an, Songs zu schreiben und schließe mich so ein bisschen hier ein und bringe all das mal aufs Papier, was sich so angesammelt hat, so die letzten Wochen, Monate. Wie du gerade schon gesagt hast, Papa werden ist immer sehr spektakulär und macht was mit mir oder mit einem generell. Und mein Kopf ist kurz vorm Platzen, deswegen habe ich gedacht, so, das muss ich jetzt alles mal, bevor ich es vergesse, alles mal wirklich aufs Papier bringen und das in Musik umwandeln. Und da bin ich jetzt gerade schon fast so parallel dran. Und ja, wann das fertig ist, keine Ahnung. Aber da werde ich mir noch richtig viel Zeit lassen. Aber wie du gerade auch gesagt hast, ja, man füllt die Lücken. Ehrlich gesagt fühlt sich jetzt fast schon wieder so an für mich, als wäre Corona gar kein Thema mehr. Weil Fernsehen geht ja weiter, nur alles ohne Publikum. Also es wird weiter produziert, wie bei 5 gegen Jauch oder DSDS haben wir auch ohne Publikum gemacht. Und aber jetzt mit der Passion, die abgesagt wurde, jetzt haben wir gerade schon drüber geredet, Karl May, das sind natürlich schon 2 Schinken, die wegfallen, aber auf der anderen Seite, man muss es immer positiv nehmen, man hat es nicht in der Hand, das ist nicht meine oder unsere Entscheidung und dementsprechend versuche ich einfach das Beste daraus zu machen und das Schöne, wie du gerade auch gesagt hast, ich bin Papa geworden und die Zeit hätte ich jetzt normal gar nicht. Ja? Ich wäre jetzt jeden Tag 10 Stunden am Stück am Proben und da bin ich einfach dankbar für, dass ich jetzt natürlich die Zeit mit meinen beiden Söhnen habe und mit meiner Frau. Das glaube ich dir gerne. Sehr schön. Du hast gerade gesagt, bevor der Kopf platzt, muss man etwas dagegen tun. Das Beste, was man in so einer Situation dagegen tun kann, ist bei uns zu sein und an einem Speed-Fragenspiel teilzunehmen. Du bist heute unser Kandidat für das Speed-Fragenspiel. Kurz erklärt, ganz einfach, ich stelle dir relativ schnell hintereinander 10 Fragen, die du impulsiv und schnell beantworten sollst. Wir machen einen kurzen Test. Alex, nenn etwas, was gelb ist. Die Pampers meines Sohnes. Super. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass ich das nicht aufgenommen habe. Eigentlich eine Frage. Großartig. Das war schon meine Lieblingsantwort. Ja, alles klar. Da merkst du, wo ich mich gerade, in welchen Gefilden ich mich umtreibe. Ich glaube, das wird jetzt ganz, ganz großartig. Bist du soweit? Ich hoffe. Fantastisch. Meine Damen und Herren, Speedfragen mit Alexander Klaas. Nenne etwas, das rot ist. Feuerwehrauto. Ein Beruf mit M. Maurer. Oh. Was ist dein Lieblingsort? Strand. Nenne 3 Dinge, die man waschen sollte. Gesicht, Hände, Hose. Sehr gut. Dein Lieblingsgetränk? Gin Tonic. Welches ist dein Lieblingskinderlied? Alle meine Entchen. Nenne etwas, das 5 Ecken hat. Mindestens 5 Ecken.
Das Pentagon? Ah, nee, das hat sehr, doch, das hat genau 5 Ecken. Sehr gut. Ja, mache den Tarzan-Schrei. Wunderbar. Vervollständige den folgenden Satz. Wenn ich groß bin, mache ich vor Freude, springe ich vor Freude im Dreieck. Sehr gut. Und die 10. Frage, meine absolute Lieblingsfrage. Was ist die beste Online-Late-Night-Show, bei der du je zu Gast sein durftest? Natürlich die Late-Night-Max-Show. Fantastisch, meine Damen und Herren. Alexander Klaps und unser Speed-Fragespiel. Alex, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hast. Danke, dass du sie dir genommen hast. Und, sehr, sehr gerne. Alles Gute für dich. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Viel Spaß noch. Mach's gut. Dankeschön. Ciao. Ciao. Alexander Klaps, meine Damen und Herren. Fantastisch. Ja, und von dem Mann, der völlig ohne nachzufragen die Late-Night-Max-Show ganz fantastisch findet, schalten wir jetzt zu dem Mann, der sie mitgegründet hat, nach München, zu unserem musikalischen Leiter, Philipp Gras. Einen wunderschönen guten Abend, Philipp. Abend, Max. Servus aus München. Ja, grüezi. Grüezi. Wahnsinn. Wie geht's dir, Philipp? Mir geht's gut, dankeschön. Ich freue mich, dass die Leute schon mit so tollen Attributen um sich werfen und unsere Show so geil finden. Das ist echt schön zu hören. Absolut. Philipp, vor 2 Wochen, das Wichtigste zuerst, vor 2 Wochen hast du dein VfB-Trikot nicht angehabt. Heute hast du es wieder nicht an. Was ist da los? Ich möchte nicht darüber sprechen. Es gab eine kurze Phase, wo ich das Trikot gerne angezogen hätte, vor allem nachdem sich ja unser belgischer Produzent als HSV-Fan schon geoutet hat. Es gab mal ein kurzes Erfolgserlebnis beim VfB. Leider war das letzte Spiel wieder eine Katastrophe und deswegen lass uns direkt weitergehen zur Musik. Diese Woche starten wir nämlich eine richtige Revolution. Wir haben uns ja bisher vom Repertoire her immer mehr so auf die Klassiker und die Evergreens konzentriert, also in den ersten 3 Folgen und hatten so richtig ja, alte Songs, so Songs, die halt viele Jahre schon auf dem Buckel haben. Und dieses Mal haben wir uns echt mal was ganz Frisches ausgesucht. Ein Song, der quasi noch im Teenie-Alter steckt. Und zwar Halo von Beyoncé. Wahnsinn. Und wer wird diesen unglaublichen Teenie-Song für uns singen? Dieser unglaubliche Teenie-Song, der wahrscheinlich ja ein zukünftiger Klassiker ist, also der bestimmt in 50 Jahren genau da ist, wo Lean on Me heute ist, wird von Mercedes Champagne interpretiert. Und ich freue mich ganz besonders. Es ist echt ein cooles Ding geworden. Es war eine coole Challenge, so einen produzierten Song akustisch zu arrangieren. Und ja, freue mich riesig, dass Mercedes das singt. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, lieber Philipp. Großartig. Dann hoffen wir 2 Dinge, nämlich zum ersten, dass das mit dem VfB wieder ein bisschen aufwärts geht und zum zweiten, dass das ganz großartig geworden ist. Vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt die Darstellerin aus London, aus dem Prince of Egypt und die Esmeralda hier aus Stuttgart, Glöckner von Notre Dame, eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Frau, eine sensationelle Sängerin mit dem Titel Halo. Everything I need.
that you're breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray you won't fade away. Halo, halo. Oh. I can see your halo. I can see your halo. Ja, meine Damen und Herren, ich bin mir ganz sicher, dass diese Version auf jeden Fall zum Klassiker werden wird. Vielen, vielen Dank an Anne Keckeis am Cello, Philipp Gras am Klavier und die bezaubernde Mercedes Champai. Wir kommen nun zum Ende der heutigen Sendung, aber natürlich nicht ohne Sie noch einmal auf den heutigen Spendenzweck hinzuweisen. Wie immer sehen Sie hier unten eingeblendet die IBAN. Und dort den QR-Code heute für das Kinderhospiz in Stuttgart. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein, zu spenden. Jeder Cent erfüllt einen wirklich, wirklich guten Zweck. Dankeschön dafür. Ein herzliches Dankeschön auch an unsere sensationellen Gäste. Caroline Theresia, Alexander Klavs und Mercedes Champai. Meine Damen und Herren, bevor wir Sie nun in die Nacht entlassen, möchten wir gerne noch etwas ansprechen. Wir von der Late Night Max Show haben lange hin und her überlegt, ob politische Themen in der Welt ein Thema in einer Unterhaltungssendung wie der unseren sein sollten. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, es muss ein Thema sein. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit existieren in Deutschland. Wahrscheinlich mehr, als der ein oder andere von uns das gerne wahrhaben möchte. Wenn ich Erfahrungsberichte von Begegnungen mit Rassismus im Alltag von Freunden und Kollegen höre, taucht dabei ein Satz immer wieder auf. Und dieser Satz ist: Und niemand hat etwas gesagt. Nichts zu sagen und es einfach geschehen zu lassen, ist auch Rassismus. Ich möchte mir persönlich niemals vorwerfen müssen, dass in einem Fall von jeglicher Feindlichkeit gegen eine andere Person ich mir hinterher vorwerfen muss, hättest du mal was gesagt. Ich nehme mir ganz fest vor, ich werde etwas sagen. Dieses Bewusstsein habe ich in der letzten Zeit gelernt. Es ist mir und uns absolut bewusst, dass das erst der Anfang ist und dass es ganz viele Dinge gibt, die wir noch nicht verstehen, aber vielleicht auch viele Dinge, die wir niemals verstehen werden. Es ist uns auch absolut bewusst, dass der eine oder andere von Ihnen es vielleicht seltsam oder vielleicht sogar unangebracht findet, dass wir hier etwas sagen. Aber nichts zu sagen ist eben auch Rassismus. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Nacht. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.